Ein wunderschönes Hallo an euch da draußen. Ja, Freunde, wir haben Ende Januar und wie ich es bereits angekündigt habe, gibt es das Gewinnspiel. Ja, ihr habt es am Titel vielleicht schon lesen können. Köstlichkeiten aus Fernost. Mein Chef war in Japan und hat mir hier zwei ganz tolle Leckerkeiten mitgebracht. Das ist eine ganz tolle Show. Das eine ist Melty Kiss. Melty Kiss, das ist irgendwie eine Praline mit Grüntee, eine Grüntee-Praline. Keine Ahnung, wie es schmeckt. Ich werde es euch in einem nächsten Video mal zeigen. Und was ich nicht gewusst habe, ist, dass Japan absolut, dass Japan wirklich das Land ist mit den unterschiedlichen KitKat-Versionen von Nestle. Ich stehe auf diesen Scheiß und es gibt wie gesagt unterschiedliche Sachen und ich habe jetzt von ihm bekommen einmal dieses grüne KitKat hier. Grüne KitKat und ich raschel da mal rein und das sieht dann erstmal so aus, auch in grün. Und lass es uns aufmachen, wie sowas schmeckt. Schon mal ein grünes KitKat gesehen, Freunde. Ein grünes KitKat ist der Hammer. Ja, Freunde, ich lasse es mir schmecken und komme zum Gewinnspiel. See you. Ja, das KitKat habe ich überlebt und erstmal ein mega Dankeschön an euch da draußen. Daumen nach oben. Ihr seid megamäßig. Danke für eure Unterstützung für meinen Kanal. Und ja, dank eurer Unterstützung bin ich, habe ich richtig gute Abozahlen bekommen. Und als Dankeschön dafür gibt es ein Gewinnspiel. Ich habe mir überlegt, Mensch, was kann ich machen? Ich habe die erste Idee war, dass ich euch so drei Fragen stelle, so nach dem Motto, wie viele Konsolen habe ich, pipapo, blablabla. Habe aber das Ganze verworfen und ja, wie könnt ihr mitmachen? Das kommt nach den Preisen. Zuerst mal möchte ich euch die Preise zeigen. Ich habe das mal vorbereitet, also hier runterschauen. Ich habe so ein paar Pakete gebastelt. Das eine Paket besteht aus ein paar Blu-rays, wie ihr sehen könnt. Das ist einmal der Hobbit Smaugs Einöde in einem Steelcase, richtig schön. Dann der Hobbit Schlacht der Fünf Heere, alles original verpackt, also nichts Gebrauchtes oder so. Dann der Hobbit, der erste Teil. Dann haben wir noch Monsters Dark Continent, auch hier schön verpackt. Und für mich eines der geilsten Remakes, Battlestar Galactica, ist in der Originalfassung in Englisch. Ich finde es trotzdem Hammer. Das nächste Pack sind Xbox One Spiele. Einmal Project Spark, original verpackt. Dann Rise, Son of Rome. Dann haben wir hier einmal FIFA 16 und FIFA 15. Das wäre ein Pack. Dann haben wir hier, was ich euch in einer meiner letzten Folgen gezeigt habe, von Twitfish, den Controller mit 1,80 Meter Kabel fürs NES Mini. Ja, dann kommt ein Riesenpack an Sony Games. Wir haben hier einmal für die PlayStation 1 Tunguska, ich hoffe man spricht es, ich habe hier, ja, Tunguska, das ist ein Piplapap. Dann gibt es hier ein paar PSP Games, das ist einmal Need for Speed Undercover, dann FIFA 07, FIFA 10, F1 06, dann Euro 2008, dann gibt es
PlayStation 3 Games, Platinum Game, GTA 5, dann Blast Blue, noch in der sealed, dann Realm Reborn, Final Fantasy, auch für die PS3, sealed, dann haben wir noch die Sims 2 für die PlayStation 2, dann haben wir iToy Play für die PS2 und dann noch das Final Fantasy. Das ist das andere Pack, also dieses Mega Ole Ole Pack für die, ja, für PlayStation. Dann gibt es das letzte, was ihr gewinnen könnt, ist das Atari Flashback, ist die Atari Flashback Konsole. Original verpackt, ich mach's mal auf. Das Ganze sieht so aus, ist Original Atari. Das ist etwas, was ihr auch gewinnen könnt. Ja, Freunde, wie ich finde, 5 geniale Preise, die ihr abstauben könnt. Und was müsst ihr dafür tun? Relativ easy. Schritt Nummer uno. Ihr müsst diesen Kanal abonniert haben und dieses Video liken. Habt ihr das Teil schon abonniert, also meinen Kanal abonniert, dann einfach ein Like auf dieses Video drücken. Seid ihr neu auf meinem Kanal? Einmal ein Abo lösen plus Video liken. Schritt Nummer 2. Schreibt mir in den Comments rein, warum gerade du meinst, dass du eines dieser Pakete haben willst. Seid kreativ. Ich werde am Ende dieses Gewinnspiels, also am Ende der Laufzeit, das Ganze geht bis Ende Februar, das heißt also 4 Wochen. Nach diesen 4 Wochen werde ich aus den ganzen Comments 5 Comments per Zufall auswählen und ja, das sind dann die 5 Gewinner und ich werde dann die Gewinner persönlich anschreiben, werde sagen, hey, du hast das gewonnen, pipplapap und so weiter. Ja, Freunde, ich danke euch für euren mega Support da draußen, supportet mich weiter, empfehlt mich weiter und ja, noch einen kleinen Vorschau auf den Kanal, wie geht es hier weiter mit Tom's Collection. Es gibt natürlich jede Woche ein neues Video hier, ich meine, ich mache das Ganze, wie ich schon vorher erwähnt habe, als Hobby. Ich habe nebenher noch einen Vollzeitjob und ja, kann leider Gottes nur ein Video pro Woche online stellen. Es wird so eine bunte Mixtur geben. Es wird einmal ein Video geben, wo ich Let's Play von Retro-Spielen mache. Das ist so eine Rubrik, so Tom spielt. Dann gibt es eine Rubrik, Tom stellt Konsolen vor. Da werde ich eine Konsole aus meiner Sammlung rausnehmen und werde die bis ins Detail erklären, Technik, wie viel von dieser Konsole erschienen ist und, was so eine Konsole heute noch kostet, worauf ihr achten müsst. Und ja, natürlich gibt es Neuzugänge in Tom's Collection, das ist die andere Rubrik. Ich werde Flohmarkt-Videos machen, ich werde vermehrt versuchen, mit meinem Kollegen, den Gamefuchs, zusammen Videos online zu stellen und ja, das nächste ist, es gibt ein neues Logo, dann also halt neues Intro von dem Logo, was ich schon habe. Dann gibt es einen neuen Channel, also ein neues Channel-Logo, weil das ist noch irgendwie alt, Retro Space, Galama, Pippelapup. Und ein bisschen Geschichte zu Tom's Collection. Ich habe den Kanal angefangen 2013. Da habe ich ein erstes Handyvideo hochgeladen von der Gamescom und habe gedacht, ja komm, das ist es erstmal. War irgendwie naiv und habe gedacht, dieses Video bekommt irgendwie 30 Milliarden Klicks. Ja, irgendwie hat es bis heute sagenhafte 96 Klicks bekommen und habe irgendwie kein Interesse an YouTube gehabt und habe dann meine Sammlung aufgebaut, eben meine Tom's Collection. Und irgendwie bin ich dann auf den Kanal vom Wii gestoßen. Das hat mir sehr gut gefallen, was er da gemacht hat mit seinen Flohmarkt-Videos, mit seinen Pickups und habe dann weiter so rumgesucht. Da gab es dann noch den Monty, der hat ja damals noch richtig geniale Let's Plays gemacht von Retro Games und habe dann so überlegt, Mensch, hört sich gut an, sieht sich auch gut aus und okay, let's try. Und da ging dann wieder ein Jahr ins Land und meine Sammlung
ist dann gewachsen und gewachsen irgendwie auf 70 Konsolen und ich habe überlegt, Mensch, wohin mit dem ganzen Gedöns, weil mein Haus ist jetzt nicht so megamäßig groß. Ich habe irgendwie sagenhafte 70 Quadratmeter verteilt auf einer Wohnebene. Und habe dann überlegt, okay, mit meiner Frau gesprochen, habe gesagt, hey komm, ich habe hier oben ein Dachgeschoss, lass uns das ausbauen. Und habe dann irgendwie das Ergebnis, weil ich es niemals gedacht hätte, dass dieses Dachgeschoss so megamäßig aussieht. Danach, nach dem Umbau, und habe dann so ein Video gedreht. Und ja, das war der Start vor 7 Monaten. Das war das allererste Video, wo ich bewusst online gestellt habe, wo ich gedacht habe, hey, könnte was werden. Damals noch unter dem Namen RetroSpace. Den Namen RetroSpace darf ich nicht mehr haben, weil in Holland gibt es einen, der solche Arcade-Cabinets baut und der nennt sich auch RetroSpace und hat dann gemeint, hey, böse, will ich nicht, darfst du nicht und Anwalt und Galama und ole ole. Hab dann gedacht, okay, das Logo sieht ja Hammer aus, ich nenne mich jetzt RetroPlace, aber RetroPlace gab es dann auch schon und dann mit meinem Designer gesprochen, hey, was können wir machen? Und er hat gemeint, ja komm, nenn dich doch Tom's Collection, ich bastel dir da ein Logo drumrum. Das Logo ist jetzt endlich fertig nach, keine Ahnung, nach irgendwie 2-3 Monaten. Er hat es nicht so priorisiert und ja, ein neues Channel-Logo gibt es dann auch, aber dazu in irgendeiner Folge noch mehr. Ja, und so bin ich dann zu YouTube gekommen, habe dann gedacht, hey, was könntest du machen, mach was ähnliches wie jetzt der Rhee, tu mal dann Neuzugänge präsentieren, aber mach's auch wieder anders wie der Rhee. Und ja, Ergebnis sind 22 Videos und es werden wöchentlich mehr. Ja, Freunde, das war's von mir. Make Tom's Channel great, my friends. Ich danke euch und see you next time. Bam!